Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute mal darüber sprechen, wie es eigentlich dazu kommt, dass ein Arzneimittel eine Zulassung kriegt. Was sind da alles für Voraussetzungen, was muss alles gegeben sein, damit man wirklich mit Sicherheit sagen kann, dieses Produkt ist gut, hat eine Wirkung und die Nebenwirkungen sind vertretbar. Das möchte ich heute mit einem Forscher, mit einem Wissenschaftler besprechen, der das jahrzehntelang gemacht hat. Wer das ist, sage ich Ihnen gleich nach dem Intro. Ja, da sind wir wieder und jetzt kann ich Ihnen meinen Gast zeigen. Er ist Immuntoxikologe, er ist Biologe, er ist Forscher, er ist Professor Dr. Stefan Hockerz. Da ist er, lieber Stefan, herzlich willkommen. Hallo. Gut, reden wir mal darüber. Wie sieht denn so ein Verfahren aus bei der Zulassung von einem Arzneimittel? Ja, das ist ja mein täglich Brot der letzten 20, 25, 30 Jahre, dies vorzubereiten und mit den Unternehmen gemeinsam zu machen. Mhm. Das Ganze beginnt in der Regel darin, beim Arzneimittel, dass man eine Arbeitshypothese hat, einen Verdacht hat, dass man sagt, es könnte, diese Substanz könnte bei dem und dem, bei der und der Erkrankung eine positive Rolle für den Menschen spielen. Dann macht man Experimente im Labor mit Zellkulturen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal reden über ein Arzneimittel gegen eine Viruserkrankung zum Beispiel. Das ist so das Klassische, wo es auch noch sehr viel zu tun gibt. Und dann schaut man sich das an, haben wir denn überhaupt wirklich eine Effektivität? Und zwar einfach in vitro, gar nicht mal im Menschen, sondern wirklich nur in der Petrischale. Ja. Das ist der erste, wirklich der erste ganz initiale Schritt, ist diese Arbeitshypothese, dies könnte eine Rolle spielen. Mhm. Und dann wird es natürlich ganz schwierig und ganz interessant. Dann muss das Ganze, wenn es jetzt toxisch gegen so ein Virus ist, selektiv toxisch sein. Es darf ja uns nicht umbringen. Mhm. Das heißt, es muss sicher sein. Die größte Aufgabe der Prüfung eines Arzneimittels ist weit vor einer klinischen Anwendung, also weit bevor der Mensch das sieht, muss sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt werden in die Sicherheit eines Produktes. Das heißt, bevor das der Mensch bekommt, muss ich ganz sicher sein, dass ich den Menschen damit nicht schädige. Nicht so schädige, dass nachher das Arzneimittel, was zur Anwendung kommt, ihm mehr schadet als nutzt. Ja. Das ist eine Grundvoraussetzung jedes Arzneimittels. Es darf oder jeder ärztlichen Handlung. Das ist eine Grundvoraussetzung jeder ärztlichen Handlung. Sie darf nie mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und das ist die Grundvoraussetzung in der ganzen Präklinik, also im Bereich, der vor der Klinik stattfindet. Die dauert manchmal 5, 6, 7 Jahre, bevor das überhaupt der Mensch sieht. Bevor man überhaupt in den Menschen wagt, ihnen das zu geben, müssen diese Untersuchungen gemacht werden. Ja, auch Tierexperimente, die halte ich in dem Fall für auch gerechtfertigt, weil wir natürlich sehen, wie ein Organismus, ein komplexer Organismus, auf diese Substanz reagiert. Wir können vieles auch schon in vitro lösen, also in der Petrischale, aber wir benötigen auch das Tier, auch als Modell. Und wenn wir daraus gelernt haben, über einen langen Zeitraum, teilweise müssen wir das 2 Jahre, 3 Jahre dem Tier verabreichen, entsteht dadurch eventuell zum Beispiel Krebs. Habe ich eine krebsauslösende Wirkung? Also auch die Langzeitfolgen der Medikation? Ich muss auch die Langzeitfolgen einer Medikation, im Übrigen Impfstoffe gehören ja auch dazu. Das ist ja jetzt nicht nur ein Arzneimittel, sondern Impfstoffe, die haben ja noch eine ganz besondere Beachtung, weil ich das ja gesunden Menschen gebe. Aber das ist jetzt gleich ein Widerspruch. Dort hat doch sehr, sehr viel keine Langzeitstudien gesehen. Also bei Zulassungsverfahren, bei Impfstoffen, wo ich möchte jetzt nicht in dieses Thema, sonst wird es noch gelöscht, oder? Aber bei Medikamenten wird immer langfristig geschaut, dass keine großen Nebenwirkungen gibt. Ja, bei Impfstoffen auch. Natürlich, selbstverständlich. Das ist die Grundvoraussetzung der Entwicklung eines jeden Arzneimittels. Und nochmal, Impfstoffe gehören dazu, aber auch eines Medizinproduktes, dass ich keine langfristigen Schäden übersehen habe. Ich muss sie kennen und ich muss dann, nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist diese sogenannte Risikonutzenbewertung und die müsste ich sehr, sehr früh machen. Ich muss diese Risikonutzenbewertung machen dahingehend, dass ich sage, geh mal weg von den Impfstoffen, ein Narkotikum. Ein Narkotikum wird in der Regel einem Menschen gegeben, ja nicht als Arzneimittel, damit er gesund wird, sondern damit er eine Narkose bekommt und ich eine Operation an ihm durchführen kann. Ja. Rein Mittel zum Zweck. Das heißt, der Anspruch an ein Narkotikum ist unglaublich hoch, was seine Nebenwirkungen anbelangt. Mhm. Es dürfen so gut wie keine Nebenwirkungen auftreten. Anderer Fall. Ich habe einen Patienten, der ist schwer krebskrank. Er wird mir
wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren versterben, wenn ich ihn nicht behandle. Mein Anspruch an die Nebenwirkungen ist deutlich geringer. Wenn der sagt, ich muss mich ständig übergeben, ich habe Haarausfall, ich habe eine veränderte Haut, was auch immer, dann ist das in der Risiko-Nutzen-Bewertung dann immer noch eventuell akzeptabel, weil er ja schwer krank ist, als wenn das ein Narkotikum auslösen würde, würde man sagen, nee, Moment, kann nicht sein. Also dort ist es dann auch mehr lebenserweiternd oder verlängernde Ideen. Ganz wichtig, ich muss immer gegen den Nutzen eines Arzneimittels das Risiko setzen, was passiert, wenn ich es nicht einsetze. Okay. So, wenn wir das jetzt auf Arzneimittel übertragen, welche bei todbringenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, eingesetzt werden, dann ist unsere Betrachtungsweise in der Präklinik schon so, dass wir sagen, diese Nebenwirkungen sind vertretbar, weil wir den Menschen so gut helfen können, dass er eine todbringende Krankheit eventuell überstehen kann. Wenn ich das jetzt wieder übertrage aufs Narkotikum oder auf einen Impfstoff, wo ich sage, der Mensch ist gesund, ich will ihm vielleicht nur die Möglichkeit geben, nicht krank zu werden, also prophylaktisch, dann ist natürlich der Anspruch an eine solche Substanz deutlich höher, dass sie keine Nebenwirkungen hat, als eben im Vergleich zu einem Chemotherapeutikum oder einer Krebsbehandlung. Mhm. Das ist mir das Wichtige, dass man klar sieht, wir haben hier immer eine Risiko-Nutzen-Bewertung und die muss gemacht werden. Und die wird zunächst präklinisch gemacht. Und wenn ich diese vor der Klinik, also an anderen, am Tiersystem oder an anderen Modellen, wenn ich das ausreichend geklärt habe, das sind teilweise wirklich 5-6 Jahre harte Arbeit, Forschungsarbeit, dann gehe ich damit in den Menschen. Aber darf ich noch fragen, wenn du jetzt 5-6 Jahre gearbeitet hast, dass dieses Produkt auch langzeitmäßig keine Nebenwirkungen hat? Nein, es hat Nebenwirkungen, aber ich muss sie kennen. Gut, aber sagen wir, ich kenne sie und sie ist vertretbar und alles okay, dann ist das aber immer noch darauf basierend, dass der Mensch nicht noch ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Medikament zu sich nimmt. Zunächst einmal ja. Wenn ich aber eine Kombination habe, ich muss auch die Wechselwirkungen prüfen, das gehört mit dazu. Das macht ihr? Ja, selbstverständlich. Bei gängigen Arzneimitteln, Beispiel, wenn ich ein Arzneimittel habe, welches als Lipidsenker eingesetzt werden soll, dann ist es durchaus meine Aufgabe zu prüfen, ob ich irgendeine Interaktion habe mit Arzneimitteln, die ein Diabetiker einnimmt. Weil diese Kombination, ja, ein hoher Cholesterinspiegel mit Diabetes, das habe ich relativ häufig. Mhm. Das heißt, ich kann nicht jetzt alle Arzneimittel durchprüfen, die die Welt für uns bereithält. Aber die, die am häufigsten miteinander verwendet werden, dazu bin ich verpflichtet, selbstverständlich. Oh, das ist aber gut, weil ich hatte das bisher so nie gehört, so deutlich. Doch, das nennt sich Wechselwirkung von Arzneimitteln. Gut. Und die kann ich erstmal theoretisch prüfen. Ich brauche da gar kein Experiment für. Ich kann mich da hinsetzen, kann sagen, gibt es eine Interaktion zwischen dieser Art von Molekülen? Klassische Interaktion zum Beispiel, beide werden in der Leber abgebaut über ein Zytochrom P450. Das ist ein Zytochrom, was in unserem Organismus in der Lage ist, ganz fremde Substanzen wirklich zu zerlegen und abzubauen. Aber die Substanz ist limitiert da. Ich kann die ganz schnell überlasten, die Situation. Dann bekomme ich Leberversagen. Also muss ich sehr darauf achten, dass wenn ich Arzneimittel gleichzeitig gebe, die beide das Zytochrom P450 benötigen, um abgebaut zu werden, muss ich darauf achten, wie ich die Dosis sozusagen einstelle, damit dieses Enzym, also dieser Abbaumechanismus, nicht überlastet wird und ich dadurch ein Leberversagen bekomme. Ganz klassischer Fall, auf den wir achten müssen. Und das ist Wechselwirkung von Arzneimitteln. Selbstverständlich sind das alles Dinge, die wir vor der Zulassung prüfen müssen. Und deshalb ist so eine Zulassung so aufwendig. Und dann gehen wir erst in die Klinik. Aber ich hatte mal gehört, dass zum Beispiel ältere Leute, die halt 6, 7 oder 10 verschiedene Medikationen nehmen, dass da eigentlich gar nicht klar ist, wie die miteinander interagieren. Nochmal, wir können sicherlich nicht jede Wechselwirkung prüfen, weil dafür gibt es zu viele Arzneimittel und zu viele Wirkstoffe am Markt. Aber es ist schon eine Aufgabe, das zu überprüfen, dass es hier nicht zu lebensbedrohlichen Interaktionen kommt. Gar keine Frage. Chapeau. Gar keine Frage. Und das eben auch schon im präklinischen Bereich, bevor das überhaupt in den Menschen geht. Mhm. Dann bekommen die Arzneimittel, das ist der nächste Schritt, die Arzneimittel werden, außer Zytostatika, für die wird es nicht gemacht, das verbietet sich aus ethischen Gründen, bekommt das eine Gruppe von gesunden Menschen. Das ist immer noch Sicherheit. Es sind meistens 30, 40 Probanden, die gegen Bezahlung dieses Arzneimittel bekommen in einer niedrigen Dosis und wir müssen schauen, was verändert sich in deren Organismus jetzt? Im gesunden Organismus?
Also genauso wie die Ratte und die Maus und der Hund gesund sind. Genauso wird das dort auch angewendet. Wenn wir dort auch feststellen, diese Kombination oder diese Art von Arzneimitteln in der Konzentration schadet dem Menschen wenig oder eben nur vertretbar, erst dann gehen wir in den Patienten. Was heißt denn vertretbar? Werden da irgendwelche Grenzwerte angesetzt, wo man sagt, auf dem grünen Tisch entschieden, ja, bis dahin ist es schmerzfrei und alles legitim und okay? Oder gibt es da wirklich fundierte Wissenschaft hinter diesen Grenzwerten? Es gibt bei den Arzneimitteln, im Gegensatz zu vielen anderen Grenzwerten, die wir so aus der Umwelt kennen, durchaus fundierte Wissenschaft. Also Leberwerte, die sich verändern dürfen, die sich nicht verändern dürfen. Ganz, ganz wichtig, Nebenwirkungen, die reversibel sind oder welche, die irreversibel sind, die sich also nicht mehr selber heilen können. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Krebsentstehung ist zumeist nicht reversibel und deshalb indiskutabel. Allergieentstehung ist ein Punkt, mit dem können wir eventuell noch umgehen, ja, wenn das Immunsystem da fehlgeleitet wird. Veränderung von Leberwerten ist sicherlich immer schon ein wichtiger Punkt. Die Veränderung von CD4 zu CD8-Zellen, also die Veränderung der Blutzusammensetzung, ja, das ist reversibel. Aber ich muss es natürlich im Blick haben und ich muss sagen, immer wieder im Blick auf die Wirkung des Arzneimittels. Ist das noch respektabel? Ist das noch akzeptabel oder nicht? Das ist ja genau unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Toxikologen und auch des Pharmakologen, dem Kliniker später zu sagen, das, was du dort machst am Menschen, das, was dort auch an Nebenwirkungen hervorgerufen wird, ist noch vertretbar aus unserer Sicht der Lage, wenn wir den Gesamtorganismus uns anschauen. Boah, das ist schon eine ganz tolle Sichtweise. Wusste ich gar nicht, was da im Hintergrund alles gemacht wird. Ja. Große Leistung. Und dann, wenn diese Zeit durch ist, also wenn wir diese Sicherheitsfragestellung, wir reden ja immer noch über Sicherheit, wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, ob das Arzneimittel wirklich wirkt beim Patienten. Das ist ja das, was dann nachher die Klinik machen soll. Wenn wir wissen, wenn wir den Konzentrationsbereich kennen, wenn wir wissen, bis dahin dürfen wir den Menschen damit belasten, dann gehen wir in den Patienten. Dann schauen wir uns an, für welche Indikation ist das Ganze gut, für welcher Zweck wird es überhaupt erreicht. Und dann werden Patientenstudien gemacht, teilweise über Jahre mit 10, 12, 15.000, 20.000 Patienten und mehr, mit Doppelblindstudien. Doppelblind heißt, weder der Arzt noch der Patient weiß, wer bekommt das Verum, also wirklich das zu prüfende Arzneimittel, und wer bekommt eine Kontrolle. Entweder nichts, also ein Placebo, oder das alte Arzneimittel. Wir müssen ja immer alt gegen neu oder neu gegen null messen. Ja. Es muss ja immer einen Vergleich haben. Es muss ja immer besser sein. Ich bekomme immer nur dann eine Zulassung für ein Arzneimittel, wenn ich zeigen kann, ich bin besser. Besser heißt effektiver, nebenwirkungsärmer. Das sind die beiden wichtigen Punkte für den Patienten. Und das bedarf ungeheuer viel Arbeit. Und ich will jetzt nicht die Lanze brechen dafür, dass Arzneimittel so teuer sind. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, welche Vorarbeit auch finanziell und welches Risiko auch finanziell geleistet wird bei der Neuentwicklung von Arzneimitteln. Das geht nicht in 8 Monaten oder einem halben Jahr, sondern das bedarf dann wirklich einen Zeitraum von 8, 12 Jahren. In der Größenordnung befinden wir uns. Und wir wissen heute auch, dass von 1.000, 2.000 Ideen, wovon ich vorhin mit angefangen habe, maximal eine einzige wirklich die Klinik erreicht. Alles andere wird vorher in der Forschung schon beerdigt. Und trotzdem ist viel Geld reingesteckt worden. Und trotzdem kann auch viel verdient werden, Gott sei Dank. Sonst würde man auch nicht weiter forschen und Weiterentwicklung. Gerade heute kam in den Nachrichten, dass man dran ist an einem Alzheimer-Medikament und wie viele da schon forschen weltweit und dass man da vielleicht jetzt einen Durchbruch hat, möglicherweise. Und ja, schön zu hören, wie sich das abläuft. Aber jetzt einmal eigentlich meine Frage. Es gibt ja auch Sachen, die entschieden werden, ganz schnell auf den Markt kommen zu müssen, ohne dass man jetzt alle diese Prüfungen machen muss, weil eine Notsituation besteht und man hat vielleicht die Überzeugung, dass etwas wirkt. Und jetzt gibt es eine Notzulassung, nicht innerhalb von 1, 2 Monaten, also innerhalb von 1, 2 Monaten und nicht innerhalb von 5, 6, 7 Jahren. Wie sicher kann man denn da sein? Ja, das ist eine gute Frage, denn wir müssten zunächst einmal die Notsituation klar definieren.
Was ist das eigentlich für eine Notsituation? Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Das würde wahrscheinlich zu weit führen. Aber eine Notzulassung birgt ein unglaublich hohes Risiko in sich, weil ich natürlich vieles, was man hätte tun sollen, nicht gemacht habe. Ich vergleiche das immer so gerne für die Zuschauer mit einer Metapher, mit einem Bild. Sie sitzen im Flugzeug, sitzen in Zürich-Kloten auf dem Flughafen, es soll nach Mallorca gehen. Ja, sie freuen sich tierisch drauf, es ist wunderbar. Vater träumt vom Ballermann, die Mutter vom Sand und die Kinder sind ganz happy, es geht endlich los. Es draußen regnet es ganz fürchterlich, die Flugzeugtüren sind noch offen, der Pilot sagt, ja, meine Damen und Herren, der Slot ist noch nicht erreicht. Klappen Sie schon mal die Tischchen vor sich hoch, schnallen sich an. Stellen Sie die Rückenlehnen bitte senkrecht. Ein paar Worte zu unserem Flugzeug. Unser Flugzeug hat eine Notzulassung. Viele der Knöpfe, die ich da vor mir so sehe, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Meine Damen und Herren, wir hätten ganz viel Arbeiten erledigen müssen. Wartungstätigkeiten, andere Dinge, das haben wir nicht geschafft. Das haben wir auch gar nicht gemacht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, ob das Ding fliegt. Das ist Notzulassung. Und da muss ich schon einen guten Grund haben, dann im Flugzeug sitzen zu bleiben. Mallorca kann es nicht sein. Also ich könnte vielleicht auch mit dem Schiff gehen oder zu Fuß oder mit dem Auto. Oder ich bleibe zu Hause. Also ja. Nein, ich muss schon. Das ist für mich der wichtige Punkt. Notzulassung, darin steckt das Wort Not. Also ich habe nicht die Not, nach Mallorca zu fliegen. Das heißt, in der Regel steigt man dann aus dem Flugzeug aus und sagt, haha, die Türen sind noch offen. Der Pilot selber sagt ja, ich weiß nicht mal, ob das Ding fliegt. Im übertragenen Sinn, ich weiß ja nicht mal, ob das Arzneimittel wirklich wirkt. Also steige ich aus. Welche Not könnte mich denn in dem Flieger halten? Schwierig. Ne? Das heißt, für mich ist das ja, eigentlich die Frage, Behauptung von anderen, von Drittleuten, medial oder irgendein ein Politiker, der mir sagt, nee, keine Zweifel, dieses Flugzeug fliegt. Nein, andersrum. Ich glaube, die Behauptung muss sein, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, stirbst du. Also gehst du jetzt das Risiko ein mit diesem alten Klepper, von dem man gar nicht weiß, ob der überhaupt fliegen kann, beziehungsweise wieder runterkommt, von dem der Pilot selber sagt, wir haben die Wartungsarbeiten nicht durchgeführt, wir wissen nicht, wie die Schalter funktionieren, ich weiß gar nicht, ob der fliegt, ist das kleinere Übel. Fällt mir ganz wenig nur ein, so viel Fantasie habe ich da gar nicht. Deshalb stehe ich diesen Notzulassungen, wenn wir jetzt mal wieder auf die Arzneimittel kommen, immer sehr, sehr kritisch gegenüber, weil ich immer sage, wo ist die Not? Wie groß ist die Not eigentlich? Damit ich dieses große Risiko eingehe, etwas in den Menschen hineinzutun, von dem ich nicht weiß, wie es wirkt, wie lange es wirkt, wo es eigentlich wirkt, wie ich auch eine Wirkung eventuell wieder abstellen kann. Ich weiß das alles nicht. Also diese hochwertige, langjährige Arbeit der Toxikologie zu prüfen, ob das wirklich sicher ist, fehlt. So ist es. So ist es. Aber es hat sich doch bewährt über viele, viele Jahre hinweg, dass die Pharmazie solchen eindrucksvollen Weg wählt, um nicht zu schaden, oder? Ja, es hat sich insbesondere, wenn ich zurückdenke an Krebserkrankungen, die wirklich lebensbedrohlich sind. Wenn ich an AIDS denke, was wirklich für eine Großzahl der Menschen tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation darstellte. Aber da steht man heute daran, auch nicht mehr daran. Ja, warum? Weil wir oder einen langen Entwicklungsweg, ein Cocktail von Arzneimitteln entwickeln konnten, wo wir diese Krankheit vielleicht, wir können sie nicht heilen, aber wir können sie stoppen. Wir können den Krankheitsprozess verzögern. Aber wie viele Jahre hat das gedauert? Über 20, 25 Jahre, bevor auch diese Arzneimittel eine Zulassung bekamen. Und da war schon immer Not. Ja klar, die Leute sind auch gestorben. Richtig, und wenn ich noch ein Stück weitergehe. Ich habe mal es gesehen, mein Bruder ist zum Beispiel an AIDS gestorben. Ja. Es war elend, verrecken kann man so sagen. Obwohl Arzneimittel eventuell schon zur Verfügung standen in der Entwicklung, aber sie durften nicht benutzt werden, weil sie noch nicht zugelassen worden sind. Das ist ja immer wirklich ein schmaler Grat und eine Diskussion, die ich immer mit den Zulassungsbehörden ja auch früher geführt habe. Tja. Wo ich gesagt habe, auch ihr habt eine Verantwortung. Da sterben Menschen. Wirklich. Elendig. Es sterben, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter unseren Fokus aufmachen, es sterben in der dritten Welt Menschen an Krankheiten, die interessieren uns hier gar nicht. Da entwickeln wir nicht mal Arzneimittel für. Leishmaniose, Bilharziose, Erkrankungen, die wirklich Millionen von Menschen, Millionen von Kindern tagtäglich dahinraffen.
Weißt du, da möchte ich gleich noch einen Fass aufmachen. Ich meine, wie viele Leute sterben allein am Hunger? Da brauchen wir gar keine Medikamente. Es braucht eigentlich nur Futter. So ist das. Aber wenn wir bleiben noch bei den Tropenerkrankungen, ne, mit denen ich mich auch in meiner Forschung früher sehr viel mit Trypanosom, also auch mit Leishmaniose, intensiv beschäftigt. Und es gibt bis heute keine funktionierenden Arzneimittel. Das liegt nicht daran, dass die Wissenschaft so dumm wäre, die zu entwickeln. Es liegt einfach daran, dass es nicht gemacht wird, weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Aber habe ich auch wieder Verständnis. Ich meine, es ist ja eine privatwirtschaftliche Gesellschaft dahinter. Wieso soll sie etwas finanzieren, wenn das Geld nicht wieder reinkommt? Wir haben eine ethische Verantwortung. Hätten wir, aber dann müsste der Staat das übernehmen, oder? Und nicht das privatwirtschaftlich. Dass die Pharmazie so viel Geld ausgibt in die Forschung und dann nichts verdient, sondern es nur aus ethisch korrekten Überlegungen tut. Da kann die Firma nicht überleben. Ja und nein. Also natürlich brauchen wir dann da die Unterstützung von verantwortungsvollen Politikern, die das mittragen. Ja. Gar keine Frage. Vielleicht ein anderer Punkt. Warum haben wir bis heute keine Impfung gegen Malaria? Es ist eine... Was haben wir denn Malaria? Irgendwas nimmt man doch, oder? Ja, es gibt Arzneimittel dagegen. Aber das Beste wäre doch, wenn wir eine echte Impfung gegen Malaria hätten. Wir haben sie bis heute nicht, weil sie in unseren Breiten so selten vorkommt. Aha. Wäre Malaria eine Erkrankung, die in der Schweiz endemisch wäre oder in ganz Europa endemisch wäre, wir hätten längst einen zugelassenen Impfstoff dagegen. Es ist nicht mehr interessant, weil es uns nicht so berührt. Und deshalb nochmal, um zurückzukommen, warum sage ich das? Was ist Not? Wie definieren wir Not? Und wie definieren wir eine Zulassung, die aus einer Not heraus entsteht? Das ist für mich das Entscheidende. Und ich glaube, wir müssen von vornherein erstmal definieren, wie hoch ist eigentlich die Not oder was war die Not für eine Zulassung, die in Not geschehen ist und war das eigentlich berechtigt? Das ist, denke ich, was wir in wissenschaftlichen Diskurs einführen müssen, wo wir jetzt offen darüber diskutieren sollen. Aber wird denn eine Notzulassung jetzt auch retroperspektivisch überprüft, jetzt toxikologisch die Arbeiten gemacht, die man normalerweise im Vorfeld macht, macht man die jetzt im Nachgang und muss man dann irgendwann sagen, ups, sieht das gar nicht mehr so schön aus, die Gerechtfertigung ist nicht mehr da, jetzt müssen wir die Notzulassung wegnehmen. Eigentlich ist das die Pflicht, wirklich die harte Pflicht, das zu tun. Eine Notzulassung ist ja, und wenn wir nach aktuellen Notzulassungen mal Ausschau halten, stellen wir fest, das ist auch so, da stehen dann Bedingungen drin. Eigentlich heißt es ja eine Zulassung unter gewissen Bedingungen. Und die Bedingungen heißen zum Beispiel eben, diese und jene toxikologische Untersuchungen müssen nachgereicht werden. Ja. Inwieweit wirkt sich diese Notzulassung, dieses Produkt, was da angewendet wird, auf die Reproduktion der Menschen aus? Mhm. Zum Beispiel. Das ist ein ganz langwieriger Prozess. Das sind auch ganz langwierige toxikologische Untersuchungen, die da gemacht werden müssen. Dann kann man sagen, okay, ihr bekommt die Zulassung, wir haben irgendeine Not, will ich jetzt gar nicht übersprechen, ob die tatsächlich da ist, wir lassen zu. Gut. Und dann aber unter der Bedingung, dass das innerhalb von 1-2 Jahren geprüft werden muss. Das entzieht sich jetzt ein wenig meiner Kenntnis, wie das im Moment aktuell ist. Ich habe den Verdacht, dass diese Bedingungen nicht erfüllt werden. Dann, völlig richtig, müsste diese Notzulassung sofort zurückgezogen werden. Weiterhin, wenn Nebenwirkungen jetzt bei den Menschen auftreten, bei einer solchen Notzulassung, also wenn ich mit meinem Flugzeug fliege und ich stürze ab, das ist eigentlich schon das Endstadium. Aber ich bekomme Probleme. Aber das kann durchaus passieren, dass durch eine Notzulassung ganz viele abstürzen, weil man es fehlinterpretiert hat. Oder? Naja, weil Nebenwirkungen aufgetreten sind, die ich natürlich bei einem normalen Zulassungsvorgang erkannt hätte. Mhm. Und dann in der Risikonutzenbewertung natürlich dann sage, Finger weg, kann so nicht sein. Kann das nicht machen, weil das Risiko ist zu hoch gegen den Nutzen, den ich damit erreichen will. Also ich müsste auch aufgeklärt werden, bevor ich mir etwas genehme mit einer Notzulassung, muss ich auch aufgeklärt werden, dass ich das Risiko dieses Flugzeugabsturzes durchaus in Kauf nehme, oder? Richtig. Und wenn ich sage, das ist es mir wert, weil ich habe Angst vom Aussteigen aus dem Flugzeug, der Blitz könnte kommen, es ist ein großes Ungewitter und, oder? Mhm. Dann ist das meine Entscheidung. Richtig, das ist letztendlich Aufklärung, informed consent nennen wir das. Informed heißt informiert. Mhm.
Und dazu ist, das ist die Aufgabe des Arztes, der mich darüber informieren muss, dass das überhaupt eine Notzulassung ist. Er muss mich darüber informieren, was gar nicht gemacht worden ist. Das ist ein langwieriger Prozess. Wie lange unterhalten wir uns jetzt darüber? Wie ist regulatorisch, wie ist eigentlich der Ablauf einer solchen Zulassung? Und da muss er den Menschen schon sagen, das und das und das ist gar nicht gemacht worden. Wir kennen die Wechselwirkungen nicht, wir kennen die Dauer nicht, wir kennen eventuell die Konzentration gar nicht. Ach ja, Wechselwirkungen auch noch zur Medikation, Medikamenten. Natürlich, muss alles gemacht werden. Hat man auch bei einer Notzulassung keine Ahnung, wird oder? Wird das nicht gemacht, nein. Also das sind schon... Selbst zu harmlosen Dingen wie Antibabypille, du hast keine Ahnung, ob ein Notzulassungsprodukt interagiert, oder? Richtig. Also ich kann nur hoffen, dass solche Dinge nie vorkommen oder sehr selten vorkommen. Das hoffe ich auch. In allerhöchster Not und dass man jetzt eigentlich durch dein Gespräch auch erfahren hat, wie aufwendig das alles ist und wie versucht wird, möglichst hohe Sicherheitsstandards umzusetzen. Ja. Dass so ein Medikament überhaupt als sicher auf den Markt kommt, das hat mich sehr beeindruckt. Und da bin ich auch sehr glücklich und stolz darüber. Danke. Vielleicht eine kurze Bemerkung. Die Behauptung, das Produkt ist sicher, reicht natürlich nicht aus, auch für den Arzt nicht. Der Arzt, der das Produkt anwendet, hat eine Hohlschuld in der Information, sich selber schlau zu machen für seinen Patienten. Immer auch bei Medikamenten? Bei jedem Arzneimittel. Soll er sich selber schlau machen? Dafür hat er ja die Ausbildung. Dafür hat er auch die Verantwortung dem Patienten gegenüber, dass er sich nicht einfach auf eine Drittmeinung verlässt, die er vielleicht sogar aus der Zeitung bezogen hat, wo drin steht, das Produkt ist sicher. Das reicht nicht. Aber ist bei einer Notzulassung, wenn ich jetzt wieder die Brücke schlage, doch auch wieder relativ schwierig, weil was ist jetzt wichtig? Die Not, kann ich es überprüfen oder kann ich es nicht überprüfen? Was überwiegt? Also ist schwierig auch für einen Arzt. Du musst das diskutieren mit dem Patienten, mit jedem Einzelnen. Ja, das ist meine Aufgabe als Arzt. Danke, ganz herzlich. Habe ich wirklich verstanden, aber ich möchte zum Ende hin wirklich positiv beenden und nicht jetzt auf dieser Notzulassung dieses Flugzeugs bleiben, sondern wirklich sehen, dass ganz viele Flugzeuge unfassbar viel Leistung erbracht wurde, wo man jedes Knöpfchen weiß, was da passiert, ja, dass es fliegt und dass es landet und dass es sehr sicher ist. Das hat mir gefallen, weil meistens habe ich hier eine kritischere Haltung zu Medikationen hier schon gehört im Studio. Und heute sehe ich einfach mal auch den Sicherheitsaspekt, was bei uns noch gefehlt hat. Und da danke ich dir ganz herzlich dafür. Ja, gerne. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen hier eine wunderbare Geschichte erzählen. Einerseits, wie sicher Medikationen sind, die in der Herstellung wirklich toxikologisch geprüft wirkt, auch auf Nebenwirkungen. Und dass wir hier Ihnen da auch zeigen durften, dass hier sehr, sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wird. Und wir auch mal Danke sagen dürfen. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.